Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch an diesem Freitag hier bei Kachelmann Wetter. Ja, und das Wochenende steht schon wieder vor der Tür. Wir wollen aber nicht nur auf das Wochenende schauen, sondern natürlich auch in die nächste Woche. Ja, langweiliges Hochdruckwetter für uns Meteorologen wird es nicht durchgehend geben, denn in der nächsten Woche, da lebt der Atlantik auf, kräftige Tiefdruckgebiete mischen mit. Ja, und so gibt es doch recht turbulentes Wetter. Zunächst wird es deutlich wärmer werden, richtig milde Luft erreicht uns, aber dann kommt schon wieder eine recht stürmische Abkühlung mit viel Wind in der neuen Woche. Das steht euch also in diesem Video heute bevor, dass wir uns das in der nächsten Woche mal genauer anschauen. Jetzt zunächst, zu Beginn des Videos, machen wir aber einen kleinen Blick außerhalb von Deutschland, denn ich will euch mal zeigen, vergangene Nacht, da ist ein kräftiger Gewittercluster über Kreta hinweggezogen. Ihr seht hier mal die Analyse, die Blitzanalyse von der vergangenen Nacht. Ja, ihr seht viele, viele Blitzeinschläge, richtig kräftige Gewitter haben große Teile von Kreta überquert. Das hängt zusammen mit einem kräftigen Tiefdruckgebiet hier vor Griechenland, was dort aber auch in der Westtürkei auch heute noch teilweise kräftige Gewitter und Unwetter bringt. Es hat schon örtliche Überschwemmungen dort gegeben. Das ist aber um diese Jahreszeit jetzt im Oktober relativ normal, dass im Bereich des Mittelmeers diese kräftigen Tiefdruckgebiete dort für Unwetter sorgen. Kommen wir zu unserem Wetter und da will ich euch zunächst zeigen, was tut sich an der Wetterlage, denn die wird sich zu Wochenbeginn grundlegend umstellen. Wir sehen nochmal die aktuelle Wetterlage und zwar haben wir noch ein Hochdruckgebiet hier so bei den britischen Inseln liegen. Wir ja noch im Bereich recht kühler Luftmassen aus Nordwesten. Ja, und wenn wir uns jetzt anschauen, was sich da bis Wochenbeginn tut, da sehen wir, dass sich das grundlegende Muster zunächst mal umstellen wird. Denn westlich von uns auf dem Atlantik und Richtung Westeuropa, da machen sich Tiefdruckgebiete breit. Gleichzeitig verlagert sich der Hochdruckeinfluss bzw. die Hochdruckgebiete weiter nach Südeuropa, Südosteuropa und nach Osteuropa und Russland. Deswegen stellt sich dann eben zu Wochenbeginn bei uns eher eine südwestliche Strömung ein, mit der aus Südeuropa bzw. Südwesteuropa deutlich mildere Luftmassen uns erreichen werden. Das ist also die grundlegende Umstellung, die uns bis kommende Woche, bis Anfang nächster Woche erwarten wird. Ja, schauen wir uns mal das Wochenende an. Ich hatte es ja die vergangenen Videos schon gezeigt. Es ist im Grunde ruhiges Herbstwetter, was uns so im Großen und Ganzen bevorstehen wird. Es ist ein Hochdruckgebiet, was weite Teile Deutschlands beschäftigen wird. Um diese Jahreszeit eben teilweise auch mal Nebel und Hochnebel. Tagsüber haben wir dann auch mal so kompakte Quellwolken oder so dichte hochnebelartige Wolken, die sich ausbreiten werden. Also nicht überall sonnig. Es ist immer mal eine Überraschung zwischen Grau und Blau drin. Heißt eben, dass es einige Gebiete gibt, die vor allem auch so im Süden und in der Mitte auch mal richtig sonnig sein werden. Abseits davon aber durchaus eben auch noch mal ein paar Nebel oder Hochnebelreste. Anders sieht es aus, ich hatte es auch schon erwähnt, vor allem in Norddeutschland, so zwischen der Nordsee, Schleswig-Holstein und der Ostsee, da wird es die meisten Wolken auch geben, denn hier kann es auch mal zeitweise nass werden. Hier schleifen immer noch so ein paar recht schlappe Tiefausläufer. Temperaturmäßig tut sich auch nicht viel, meistens zwischen 10 und 15 Grad am Tage, aber die Nächte, die werden, vor allem wo es in den Nächten dann auch mal klaren Himmel gibt, auch recht frisch werden. Wir sehen die Tiefstwerte Samstag und Sonntag, dass es so meistens doch eher zwischen 6 und 0 Grad liegen wird in den frühen Morgenstunden. Teilweise sehen wir auch diese blauen Gebiete, die sich in der Nacht auf Sonntag noch ein bisschen ausbreiten, wo es sogar leichten Frost geben wird. Das speziell eben so in Teilen des Südens, aber auch in der Mitte, im Großen und Ganzen auch so im Mittelgebirgsraum und drumherum. Also frische Nächte, dann am Wochenende eher ruhiges Hochdruckwetter, kommen wir jetzt natürlich zur nächsten Woche. Und da hatten wir uns die Wetterlage ja schon angeschaut und blicken direkt deswegen auf den Montag und den Dienstag. Wir sehen am Montag, da macht sich doch vielerorts trockenes Wetter breit. Die Sonne kommt auch im Tagesverlauf häufiger durch. Es wird insgesamt doch vielerorts trocken bleiben. Insgesamt kann es so im Nordosten noch mal ein bisschen nass werden. Ein paar letzte Schauer geben nach Nordosten. Hier hängen auch die dichtesten Wolken. Am Dienstag, da kommt dann die Vorderseite des Tiefs rein. Und wir sehen, dass sich am Dienstag dann zunächst mal insgesamt doch teilweise nasses Wetter einstellen wird. Speziell so in der Nordhälfte zieht noch mal ein Regengebiet durch mit ein paar Schauern, ein paar Regenfällen. Der Süden wird wahrscheinlich weitgehend davon verschont bleiben.
dass hier die Regenfälle gar nicht richtig ankommen. Man muss aber auch sagen, die Wettermodelle sehen das auch über der Nordhälfte noch ein bisschen unterschiedlich. Wie viel Regen kommt hier wirklich zusammen? Das ECMWF-Wettermodell ist zum Beispiel eher in die Richtung tendierend, dass es gar nicht so viel Regen geben wird. Das US-Wettermodell hat doch ein ausgeprägteres Regengebiet, was so im Großen und Ganzen die Nordhälfte überquert. Also ihr seht, nicht unbedingt am Dienstag landesweit das beständige Wetter ist. Man sollte sich darauf einstellen, dass es auch mal nass werden wird. Aber wir sehen von den Temperaturen Montag, Dienstag, es geht schrittweise aufwärts. Vor allem dann am Dienstag durchaus im Westen und Südwesten hier und da die 20 Grad Marke in Reichweite. Ja, jetzt kommen wir ab der Wochenmitte und in der zweiten Wochenhälfte. Was tut sich da? Und da schauen wir uns mal das US-Wettermodell für den Mittwoch an. Wir sehen, es tut sich schon wieder was, denn eine kräftige Tiefdruckzone breitet sich vom Atlantik zunehmend Richtung Skandinavien aus. Der Jetstream verläuft dann mehr und mehr Richtung Norddeutschland. Ja, und da sind eben auch ein paar kräftige Tiefs unterwegs, die durchaus eben mehr Wind bringen werden. Wir sehen die Luftdruckgegensätze, das ist ja eine Isobarenkarte. Und die Isobaren, die liegen zunehmend eng beieinander und je enger die Isobaren, desto größere Luftdruckgegensätze. Ja, und die Natur will Luftdruckgegensätze eben ausgleichen und das macht sich mit viel Wind bemerkbar. Das US-Wettermodell ist so für den Mittwoch doch die Variante, die am meisten Wind rennert. Da würde es flächig in Deutschland durchaus auch mal Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde geben. Andere Wettermodelle sind da ein bisschen harmloser, die haben die Tiefdruckzone nicht so ausgeprägt und ein bisschen weiter nördlich. Heißt einfach zusammengefasst, am Mittwoch gibt es durchaus im Detail noch ein paar Unterschiede. Wir schauen uns mal an den ersten Trend für Mittwoch bis Freitag, die zweite Wochenhälfte dann sozusagen. Wir sehen der Mittwoch so von Westen her übergreifend dann doch durchaus kompaktere Wolken mit etwas Regen im Westen und Nordwesten. Je weiter man so im Süden und im Osten ist, desto freundlicher wird es noch und hier ist es auch noch trocken. Es erreicht uns mildere Luft mit zunehmend auffrischendem Wind, durchaus im Nordwesten am Mittwoch auch mal einzelne Sturmböen schon möglich. Ansonsten aber doch Werte um 20 Grad, die uns da am Mittwoch wahrscheinlich nochmal erreichen werden. Dann kommt, ihr seht es schrittweise, Donnerstag, Freitag greift die Tiefdruckzone über. Speziell Donnerstag deutet sich an, dass es auch mal landesweit stürmisch werden kann. Ich muss aber auch dazu sagen, ich sehe momentan kein Wettermodell, was eine größere Sturmlage drin hat. Alles im Grunde im Rahmen für den Herbst, selbst wenn es mal für örtliche 80 reichen wird. Das ist auch, was wir in den nächsten Tagen mal beobachten werden. Wie wird das mit dem Sturm überhaupt? Oder wird es im Endeffekt eher nur ein laues Herbstlüftchen? Ihr seht aber auch schrittweise dann wechselhafteres Wetter. Immer mal auch ein paar kräftige Regenschauer, die dabei sind. Es kühlt dann bis Freitag schrittweise ab. Wir schauen jetzt nochmal auf einen Trend für das übernächste Wochenende da. Was machen da die Wettermodelle? Ja, und da schauen wir uns mal das aktuelle ECMWF-Wettermodell an. Ist gerade reingekommen und es geht dahin die Tendenz. Das US-Wettermodell ist übrigens ähnlich, hatte ich auch noch geschaut, dass sich mehr und mehr dann wieder Hochdruckeinfluss durchsetzen wird. Der Kaltluftstrom, der größte, geht wahrscheinlich eher östlich, nordöstlich an Deutschland vorbei, Richtung Osteuropa. Bei uns ist ja dann auch wieder kühlere Luft eingeflossen, die gerät wieder unter Hochdruckeinfluss. Es ist einfach so ein richtig schön klassischer Ablauf, dass uns eine Kaltfront überquert. Es kommt kühlere Luft, dann kommt vom Westen wieder mehr Hochdruckeinfluss. Das heißt, eher natürlich unter einem Hochdruck auch wieder Nebel, Hochnebel in der eingeflossenen, feucht-kühlen Luftmasse. Aber zunehmend trockenes Wetter, das deutet sich eben momentan an. Blicken wir weiter nach Westen, wo ja unser Wetter meistens herkommt, sehen wir schon eine neue Tiefdruckzone auf dem Atlantik. Die schaufelt an der Vorderseite wieder mildere Luftmassen heran. Das heißt, es könnte einen klassischen Ablauf geben, dass es wieder ein eher ruhiges Hochdruckgebiet gibt und dann im weiteren Verlauf eben die Vorderseite der Tiefs wieder übergreift und wieder mildere Luft erreicht und so weiter und so fort. Es ist einfach so richtig klassisch auch für die Jahreszeit. Das also mal der Trend für das übernächste Wochenende. Auch das behalten wir natürlich in den nächsten Tagen im Auge. Ich bin auch am Wochenende da. Weitere Videos gibt es dann natürlich hier mit den weiteren Aussichten. Abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald und ciao.